Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring und der Hauptstadt Leyndell. Da geht's jetzt rein. Wir haben endgültig die Nase voll vom Gesuche und Gemache. Naja, eigentlich nicht. Aber jetzt muss auch mal was passieren. So, und hier ganz vorsichtig. So, genug vorsichtig. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin wirklich sehr gespannt. Erstmal ein Aufzug, alles klar. Das ist ja schon mal eine krasse Nummer. Okay. Der fährt eine ganze Ecke nach oben. Okay, wo sind wir? Wir sind jetzt hier in irgendeinem Turm wahrscheinlich. Oh, Leute. Ich fühle mich, als würde ich kurz vorm Endboss sein, aber das ist ja nun mal ganz klar nicht der Fall. So, Magiefett. Nie verkehrt. Aha. Oh, hier wird's ja. Richtig schicko-micko. Krummfingermedizin. Oh, ich sehe schon, da kriegen wir einen richtig schönen Ausblick. Oh, Leute. Mit diesem riesen Baum hier vor uns. Und da drin dieser Riss. Er ist einfach nur genial. Genial. Wie Batman sagen würde im Lego-Movie. Und es ist tatsächlich Gondor. Fällt mir auch mal gerade wieder auf. Das Wappen ist das Wappen von Gondor. Aber ich glaube, es gab einige Leute, die Bäume als Wappen hatten. Boah. Zieht euch das rein. Da hinten alles komplett mit Wurzeln überwuchert. Direkt zum Fuße dieses riesigen Berges. Baumes. Geil. Und hier war wohl mal sowas wie ein Turm. Ich glaube, runter kommen wir da auch nicht. Aber hier vorne sehe ich schon ein Bonfire. Boah, ich bin richtig... Also richtig ehrfürchtig. Man steht so in diesem Areal. In diesem... Es wirkt halt so nach dem letzten Areal. Wobei mir da gerade einfällt. Hier oben gibt es noch Sachen. Hier da in der Mitte muss noch eine Karte zu finden sein. Also werden wir schon noch was finden. Ich bin mal gespannt, wie sich das erschließt. Ach du grüne Neune. Leyndell, königliche Hauptstadt. Und was ist das bitte für ein Riesendrache? Das ist ungefähr das Format von dem Typen, den wir ja auch draußen gesehen haben. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Okay, was sind denn das da für kleine Truppen? Was macht ihr denn da? Ruhe. Seid ihr denn auch für lustige Kleine? Ihr seht aus wie zwei... So, wie sagt man denn? Mann, bei Kung Fu Panda. Der so Dumplings. So sieht das aus. Wie zwei Dumplings, die man aufeinander geklebt hat. Und dann hat man ihnen noch eine Tröte in die Hand gegeben. Oh, okay. Ihr könnt mehr mit den Tröten als nur Tröten. Habe ich mir aber schon gedacht. Habe ich schon vermutet. Oh. Ein ganz besonders großer Dumpling seiner Art. Die sehen halt wirklich aus wie kleine Dumplings. Eine Rune. Also da wird es noch eine ganze Menge zu erkunden geben. Na, guck mal, da ist noch jemand. Huch! Wo bist du denn hingeflogen? Komm mal her. Und da unten sehe ich schon eine Straße. Da kann man wahrscheinlich auch noch hin. Wahrscheinlich kannst du hier überall hin. Was ist denn hier los? Oh, das sieht aus wie... Au, 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 au. Ja, das ist so ein... so ein Steindrache, aber der hat halt komplett, den hat's ganz fies erwischt.
Möchte ich darüber? Oder möchte ich erst hier rein? Das ist jetzt die Frage. Geh mal erst hier rein. Oh. Sieht aber ganz schön aus. Hat ein bisschen was von so einem Alchemielabor. Hier, das sind doch auch die Sachen, die an den Stangen draußen vor der Stadt im Boden gesteckt haben. Also irgendwas ist damit. Das hat doch wirklich was von einem Alchemielabor. Oh. Höhlenmoos. Alles klar, wir haben wieder mal zwei Wege. Ein Weg ist ein Aufzug, mit dem fahre ich jetzt gerade mal noch nicht. Muss erstmal hier die Lage checken. Ich glaube, das hier ist, ja, da wo ich eben noch gedacht habe, runterzuspringen. Immer schön, wenn sie sowas direkt auflöst. Dann muss man nicht die ganze Zeit Angst haben, dass man einen Weg irgendwo verpasst hat. Okay, hier geht's rein. Hallo? Oh, hallo. Ruhe jetzt. Schmiedestein Stufe 4. Und das in der Hauptstadt? Warum denn nicht eine Nummer größer? Vor allem mal ein Dunkelschmiedestein Stufe 7. Das wäre wirklich mal eine feine Sache. Oh. Ja, so viel zum Thema ordentlich umgucken. Es ist so cool gemacht, dass man so oft Wege findet, die man einfach nur von der Perspektive, wenn man ganz normal hier reingeht, nicht sieht. Finde ich immer geil. Also Dark Souls muss man einfach mit einer 360-Grad-Kamera am besten spielen. Am besten die ganze Zeit so drehen, damit man alles sieht. Und von euch geht wahrscheinlich eigentlich keine Gefahr aus. Aber ich will das Risiko gar nicht erst eingehen. Oh. Kennen wir uns? Nicht, dass ich wüsste. Aber er stand ziemlich provokant auf, muss ich sagen. Ausgesprochen provokant. Da geht's irgendwo runter, hier geht's irgendwo hoch, hier geht's irgendwo weiter. Meine Güte, wie viele Wege. Würde man mal behaupten, hier geht's in diese zweite Etage. Oh, schön hier. Also das hat wirklich was von einem Palast. Beziehungsweise von einer Burg, einem Schloss. Ein Edelshaushalt, meine Güte. Wobei, wir alle wissen ja, eine Burg ist nicht zum Wohnen. Ein Schloss ist zum Wohnen. Eine Burg ist zum Verteidigen. Oh, krass. Das war eine fiese Kombi. Scheiße. Ich habe ihn komplett unterschätzt. Naja, und das war dann die Quittung, die ich dafür bekommen habe. Aber bisher ist jetzt natürlich sehr ungünstig, das zu sagen, nachdem man abgemurkst wurde. Aber bisher sind die Gegner hier keine allzu krasse Herausforderung. Also draußen vor der Stadt, zum Beispiel der fliegende Steinritter. Der war natürlich nochmal fies. Hä? Moment. Hä? Ach so. Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon gerade, hä? Bin ich ihn jetzt? Aber alles klar. Die ganzen Tröthänsel hier, ich mache sie einfach mal weg. Die sind ja anscheinend ein One-Hit, wenn ich das mit so einem Charge-Move mache. Das ist natürlich ganz gut. Oh, guck mal hier. Was? Ich möchte das.
Okay, ganz vorsichtig jetzt. Horn des Gesandten. Ist ja gut jetzt mit deiner Tröte, meine Güte. Entspann dich mal. Streifen weißen Fleischs. Dann müssen wir kurz an ihm vorbei. Dann machen wir aber hier den Weg, würde ich sagen. So, jetzt war hier. Irgendwo war doch hier noch ein gemeiner Schuft, meine ich. Hier oben aber, ne? Okay. Diesmal unterschätze ich dich nicht. Tschüss. Eigentlich hätte ich ihn mit dem Schwert entweder in zwei teilen müssen, und zwar längs, oder er ist komplett zermatscht. Ups. Geh nochmal kurz hier hoch. Hier können wir ja ihn noch kaputt hauen. Der wird auch ein paar Seelen geben. Auch wenn er keine Herausforderung ist. Ja, guck mal, 3000 Seelen. Also... einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Der Aufzug ist weg. Könnte mal jemand... Danke. Einmal den Aufzug rufen, bitte. Wie es immer aussieht, wenn die Geister... beziehungsweise die Illusionen hier rum... Ne, Phantom. Phantom passt am besten. Wenn die Phantome hier die Aufzüge benutzen und durch die Welt schweben. So, lasse ich euch jetzt in Ruhe. Ich weiß nicht. Vor allem fällt mir gerade auf, warum kann ich denn hier so schön rüber? Guck mal, da unten ist ein kleiner Dicky. Steht da vor einem Gebäude. Aber dann bin ich hier schon wieder ganz auf Abwägen und ich möchte erstmal meine Runen wiederholen. Also alle weg und dann... kann man vielleicht... Nein, ich dachte, dass man da vielleicht auf das Dach kommt. Oh, da hinten tötet wieder jemand. Da sehe ich auch einen Ritter. Bürgerstirnband geändert? Was bedeutet das denn? Bürgerkleidung, ganz normal. Okay. Na komm. So, und du auch. Oh. Oh, halt, stopp mal. Was haben wir denn hier gefunden? Miranda-Pulver. Okay. Ah, okay. Habe ich schon befürchtet. Dann komm mal her. Okay. Alles klar, du hast ein paar Moves. Aber bei weitem nicht genug. Dieses Rumgerolle ist einfach teilweise wirklich Slapstick-Comedy. Okay, Kollege. Ich weiß, meine Seelen liegen in einem anderen Raum. Ich gucke nur mal gerade. Nur mal gucken. Nur mal gucken. So, hier geht es jetzt an ein paar Ecken. Nee. Dann gehen wir zurück. Hier liegen unsere Runen. Ah, so. Jetzt gehen wir mal hier in den Raum. Wir kämpfen hier. So. Den sind wir schon mal los. Einmal einen Trank rein. Ach, das sind solche. Sind das Parfümeure? Würde ja passen, ne? Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich will nicht sterben, da liegen noch die Seelen.
Scheiße. Jetzt haben sie mich hier in die Enge getrieben. Oh, komm, komm, erstmal hier raus. Ey, Leute. Meine Güte. Bei denen weiß ich einfach nicht, wie ich da rangehen soll. Die können einen so krass auf Distanz halten. Mit ihrem Feuerpulver. Goldene Rune. So. Wir können auch mal hier die Lampe nochmal anmachen. Kleines bisschen mehr Licht. Wärmender Stein. Oh Gott, ich dachte ganz kurz, da geht's runter. Aber es ist einfach nur die Rezeption. Hallo, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Willkommen in Lanedale. Ah ja, ein Zimmer für zwei. Natürlich, sehr gerne. Folgen Sie mir. Gut. Ah, und das ist der Weg hier außen rum. Und ich schätze, hier komme ich zu der Kirche. Ja. An ihn schleiche ich mich mal ran. Ganz sachte und vorsichtig. Hinter mir ist noch einer. Au. Okay. Tschüss. Coole Haltung, aber hat dich nicht weitergebracht. Hat dich nicht weitergebracht. Okay, hier ist nichts mehr. Aber die Tür, die geht doch bestimmt auf, oder? Nein? Oh, die ist auch so komisch. Mit Harz oder was ist das? Die Tür ist komplett zugeklebt. Hm. Na gut. Dann geht's da nicht weiter. Dann. So, wir können jetzt hier rechts oder hier links gehen. Aber ich glaube, hier links ist auch schon wieder... Ja, Sackgasse. Ist natürlich ganz angenehm, wenn man weiß, dass man einen richtigen Weg hat. So, wenn man alles fertig abgeklappert hat. Ist klar. Da springt mir keiner auf den Kopf, ne? Nee, nee, nee. Fächerdolche. Tatsächlich, sonst war keiner da. Okay, nochmal ein dicker Ritter. Ich weiß, du wolltest in deine ehrenvolle Haltung gehen, aber... da... Müssen wir einfach ehrlich sein. Mit Ehre kommst du nicht weit im Kampf. Wenn du die Möglichkeit hast, dann bring deinen Feind um. Nicht irgendwelchen coolen Schnickschnack noch abfeuern. Leute, wir sind dem riesigen Drachen erschreckend nah. Hätten sie aber auch was reinpacken können. Und ich schätze mal, hier der Weg wird uns zum Haupteingang der Stadt führen. Jetzt gibt es hier noch einen Bereich, da vorne natürlich weiter. Ich gucke aber erstmal, ob wir überhaupt den großen Eingang öffnen können. Oder ob das auch nur von der anderen Seite geht, das kann ja auch sein. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist aber auch gar nicht... Moment mal. Das geht hier nochmal nach außen. Ha, jetzt bin ich aber... Ich höre hier auf jeden Fall... Halbmenschen sind hier. Ich wollte gerade sagen, da hinten sind sie am Mampfen. Weg mit dir, Kollege. Ich suche halt immer noch nach einem Bonfire, das mich irgendwie hier im näheren Bereich der Stadt... Da hinten leuchtet doch was. Ah, nee, das ist einfach nur Licht auf dem Gras. Ach, Menno. Also ein Bonfire wäre echt nicht verkehrt inzwischen.
Der hat gesessen. Oh. Einer von der ganz gemeinen Sorte. Uno Momento. Nein, einfach hier rüber. So, und da möchte ich jetzt mit dem Schild kurz ran. Bevor da was Böses passiert. Komm, hau rein. Okay. Und jetzt du, Kollege. So, wie ist das, ne? Du machst so. Ah, stimmt. Du hast noch deine Drop-Attack. Aber nicht mit mir. Kannst du knicken. Komm her. Das ist ein starker Move. Der ist auch vor allem sehr viel schneller mit dem Schwert. Also im Vergleich zu den... zum normalen schweren Schlag. Aber sonst versteckt sich hier nichts, ne? Da hinten ist nochmal ein Item. Oh, hier sind noch Mikellas Lilien. Nehmen wir mit. Oh nein. Ist er nicht? Ich überlege gerade. Haben wir gerade den Hund weggehauen? Der war gar nicht. Ich dachte, der ist. Warum ist der denn nicht mit in den Kampf eingestiegen? Ja, aber ich werd mich nicht beklagen. Sehr nett von ihm. Guck mal, noch eine Parfümflasche. Benutze ich auch nicht. Es ist schlimm, wie viele Gadgets ich bekomme in dem Spiel und sie nicht benutze. Aber es macht auch so Spaß. Sehr viel sogar. Also ich kann nur noch mal sagen, Elden Ring ist für mich jetzt schon, wobei das ist immer so eine Aussage, jetzt schon Game of the Year. Aber es ist auf jeden Fall ein starker Anwärter auf diesen Preis. Da ist natürlich noch ein ganzes Spielejahr vor uns, aber meine Güte, ist das ein geiles Game. Wie viele Stunden ich jetzt auch schon hier drin verbringe. Überlegt mal, wie viele Spiele habt ihr denn so in letzter Zeit gespielt, die A, ohne viel Debakel auskommen? So klar, es gab auch hier Patches in dem Game, das ist ja... Aber das Ding läuft seit Tag 1 rund. Fertig aus Ende. Und abgesehen davon... muss ich den hier erstmal vermöbeln. Und abgesehen davon, die Menge an Spielzeit, die ihr bekommt, ist doch auch... Also, mir fallen nicht viele Spiele ein, wo ich so viel Zeit drin versenken kann und es mich immer wieder aufs Neue begeistert. Klar, ich zocke auch sehr gerne die ganzen MMOs, auch wenn momentan alles... auch immer noch nur Stufe 6 und nicht Stufe 7. Auch wenn momentan alles ein bisschen stillsteht, weil Elden Ring komplett die Kontrolle über mein Leben übernommen hat. Also, ich habe immer noch Bock auf Lost Ark und Elder Scrolls Online will ich auch noch weiterspielen. Dying Light 2 steht auch noch an, Gank. Das sind alles Sachen, die noch gespielt werden. Oh, oh. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Alter, Moment mal. Jetzt sind aber ein paar... Oh, das ist fies. Der gibt denen halt Buffs. Oh, fuck you. Oh nein, wie kommen wir denn jetzt zu den 79.000 Seelen? Da bin ich einmal mit Scheiße labern beschäftigt, ne? Da nutzen die direkt aus. Oh, wir haben immer noch kein Bonfire. Wir sind jetzt wieder sonst wo. Wir stehen jetzt mitten, naja, nicht in der Walachei, wir stehen mitten in der Stadt, aber... Oh. Wetten, wenn ich in die andere Richtung gelaufen wäre, dass sich da ein Bonfire versteckt? 100 pro. Na, mal gucken. Mal gucken. Und hier gibt es ja auch noch den Shortcut. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. An den gehe ich jetzt auch einfach vorbei, glaube ich. Sagte er und schlug zu. So, aber jetzt wirklich.
Hier gehe ich jetzt einfach dran vorbei. Ist mir alles egal. Alle, hopp. Jetzt bitte nicht sterben. Diese Sounds. Okay. Einmal den oben, den nehme ich aber trotzdem mit. Mach das nochmal. So ist gut. Ich meine, der hier oben sind zwei Schläge, gibt 3000 Seelen, also... Keinen Grund, den nicht mitzunehmen. Hallo, ich habe gesagt, zwei Schläge. Oh! Und ich überlege auch, ob wir eventuell hier einfach runterhüpfen. So. Wenn wir das schon... Oh Gott, Gargoyles, nein, das war ein Fehler. Nein! Es sind 70.000 Seelen! Dann sind wir nämlich hier einen Schritt schneller unten. Guck mal. Das ist Assassin's Creed hier. Oh, Gargoyles. Wir wollen mal jetzt nicht übertreiben. Hä? Hat er uns gesehen? Nee, er wirkt ganz entspannt. Okay. Dann können wir nämlich hier weiter zurück auf die Hauptstraße. Der hat gesessen. So, dann schauen wir jetzt erstmal hier links auf der Hauptstraße, ob sich hier ein Bonfire... Ich dachte ganz kurz da vorne, dieses kleine Leu... Ah, hör mir auf. Halt, stopp. Hier geht's noch links rein. Da sehe ich aber auch nichts. Okay, nee. Nee, 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 das machen wir so nicht. Das kannst du knicken. Wir holen uns unsere Runen. Ist hier ein Bonfire? Ah, da drin könnte eins sein, ne? Es ist eigentlich nicht gut. Nee, alles klar, wunderbar. Wollen wir nicht, haben wir nicht, brauchen wir nicht. Dann holen wir erstmal die Seelen wieder und dann mal gucken. Also beim besten Willen weiß ich gerade noch nicht so ganz, in welche Richtung wir am besten laufen. Aber wenn wir hier gerade lang können, ja mein Gott, dann laufen wir hier halt gerade lang. Ah, und hier sind schon unsere Seelen. Sind wir gar nicht so weit gekommen. In dem Fall... überlege ich, ob wir den Parfümeur da oben als ersten irgendwie bekommen. Das ist aber schwierig. Das ist knifflig. Alles klar, er ist jetzt an uns dran. Aber der Parfümeur hat noch nicht seinen Zauber gemacht. Das heißt, eventuell bekommen wir das Ding gerade mal tot. Ich wollte gerade sagen, da unten ist noch einer. Zum Glück. 91.000 Seelen, bitte, was? Wo kam... was? Achso, ich habe ja schon längst unsere anderen Seelen eingesammelt. Ich dachte, hier ist jetzt irgendwas super Verrücktes. Ja, okay. Machen wir die alle mal weg. Nee, 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 so fangen wir nicht an.
Komm, weg hier. Oh Mann. Lass dich doch einfach treffen. Aber dann halt so. Weißt du was? Jetzt machen wir den da unten auch noch. Der wird jetzt einfach weggebacksteppt. Nicht auf den Schwanz treten. Oh, das war ja ein Dickmann. Upsi. Völlig egal. Völlig egal. So, 94.000 Seelen. Ich trinke mal lieber einen Schluck. Oh, da ist noch ein Parfümeur. Na? Fühlst du dich immer noch so strong oder deine ganze Begleitung hier? Ja, den werde ich auf jeden Fall mal alle wegmachen. Sie beten da an den Grabstein. Das ist natürlich die Frage, ob das vielleicht Leute sind, die ihn mal kannten. Manchmal interpretiert man aber auch, glaube ich, einfach zu viel da rein. Manchmal ist auch einfach nur für eine stimmige Welt. Da muss jetzt aber nicht alles in der Lore irgendwie erklärt sein und perfekt und super durchdacht. Manchmal darf es auch einfach cool sein und passen. So. Heranwachsender Schmetterling, feine Sache. Und du hier oben hast besseres Fleisch. Ah, lecker. Das ist einfach so eine Aussage. Besseres Fleisch. Ja, aber was denn für Fleisch? Das ist halt besseres. Ach so. Ja gut, keine weiteren Fragen. Oh, versteckt sich hier noch was? Nee. Obwohl, da unten... Ach, da waren wir schon. Da waren wir. Okay. Dann mal ein kurzer Blick auf die Karte. Wow. Wo bin ich denn jetzt? Ich habe jetzt irgendwie nicht damit... Hä? Ich dachte, hier geht's nochmal raus aus der Stadt, aber gut, geht's auch laut der Karte, aber... Hier geht's in das hintere Gebiet. Hör mir auf. Oh, guck mal, wie schön hier der Boden glänzt. Da haben sie sich aber Mühe gegeben. Alter. Okay. Es wird nochmal... Waren wir hier oben? Krass, ey. Wo sind wir denn hier? Bitte da oben in Bonfire. Das wäre ein Traum. Och, Leute. Muss das sein? Alter, der hat mich aber erwischt mit dem Armbrustbolzen. Okay. Was hast du denn hier? Flammendrachen-Talisman. Siegel untersuchen. Oh, ich hab fast 100.000 Seelen. Naja. Was soll man machen? Oh. Versiegelt von Morgoth, dem Gnadenbeschenkten. Den müssen wir zuerst umlatzen. Alles klar. Gerne doch. Ist auch immer ganz schön, wenn man weiß, da gibt's was. Warte mal, kann man ja mal direkt hier... So, da ist ein Aufzug. Wie machen wir das denn? Sowas, komm. Eine Struktur. Dann fahren wir wieder runter. Das hat sich ja dann gar nicht mal so sehr gelohnt, hier lang zu gehen. Also, außer natürlich, dass wir jetzt die Informationen haben. Aber wirklich viel machen können wir jetzt hier natürlich nicht. Das heißt, wir fahren wieder runter. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich östlicher Hauptstadtwall. Dann müssen wir wahrscheinlich einmal unten durch die Stadt, also dem Erdenbaumvieh entgegen. Das war bisher immer relativ einfach, weil wir es nur beritten bekämpft haben. Das geht hier aber nicht. Jetzt müssen wir das Ding mal zu Fuß kaputt hauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz schöne Herausforderung wird. War da was? Nee. Aber wir schauen erstmal rechts in der Ecke. Wie gesagt, ich laufe hier mit quasi 100.000 Seelen rum. Die würde ich natürlich gerne
an einem Bonfire mal ausgeben. Das Problem ist nur, ich will auch nicht den ganzen Weg hier runter wieder machen. Wobei es jetzt soweit auch nicht war. Ah, trotzdem. Mal gucken, ob wir hier nicht eins finden. Hier ist schon mal ein Aufzug. Das ist ja schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Fahren wir damit mal. Oh, nach unten. Da geht es noch weiter nach unten. Habt ihr das gesehen? Da unten sieht man Boden. Das ist aber ein bisschen sehr hoch. Da würde ich jetzt nicht mit 100.000 Seelen runterspringen. Puh. Oh, Leute. Sind wir hier so in einem Nebenviertel? Das sind Items, aber hier keine... Ich will ein Bonfire. Bitte gebt mir doch einfach ein Bonfire. Okay. Dann fahren wir nochmal hoch. Vor dem Boss war nämlich noch ein Weg nach links rein. Können wir ja mal gucken, ob wir da schnell genug reinschlüpfen können. Gibt auf jeden Fall sehr viel hier zu erkunden. Aber das ist halt auch so super verschachtelt alles. Wir könnten auch hier vorne den Ritter mal einen Besuch abstatten. Ist nur die Frage, ob der alleine hier drin ist. Wir schleichen einfach dran vorbei. Das ist die schlechteste Wache aller Zeiten. Oh Mann, ich hätte doch einfach nur gerne einen Shortcut. Und hier natürlich auch gucken. Aber ne, da geht's in die Tiefen des Nichts. Oh, perfekt. Perfekt, das ist genau das, was ich wollte. Ein Shortcut. Traumhaft. Dann haben wir das nämlich für die nächste Folge parat. Wir schauen jetzt nochmal gerade hier. Gönnen uns mal ein paar Seelen. Was haben wir denn da? Goldene Rune. 10. Ja, komm, wir nehmen zweimal die Nummer 10. Das wird nicht ganz reichen. Weißt du was? Wir nehmen auch noch zusätzlich dreimal die Nummer 9. So, das sollte doch jetzt aber reichen, oder? Oh! My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here, I can govern my own movement, and thus, the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent. And the power to turn oh, Gott sei Dank. Into strength. Here, with you, I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Es ist erstaunlich, wie man an einem Charakter hängen kann, den man eigentlich bisher nur zweimal im Spiel getroffen hat. Einmal, als sie sich uns vorgestellt hat und jetzt das zweite Mal. Und jetzt ist sie weg. Aber glücklicherweise hat sie uns das mit dem Leveln hier gelassen. Was? Oh, wir brauchen noch 3000. Verflucht. Verflucht. Okay, das machen wir noch. Komm hier, das wird ja wohl reichen. Das geht gut auf. Ich glaube, das geht sehr gut auf. Also, Stufenaufstieg, einmal Kraft, einmal Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist aber auch verzwackt. Komm, dann nimm die drei. Dankeschön, kann ich jetzt bitte leveln? Meine Güte. Stufenaufstieg, einmal Kraft, einmal Stärke. Dankeschön. Geht doch. So, wir haben unser Shortcut, das heißt in der nächsten Folge kommen wir einfacher in die Stadt rein und raus. Wir haben ein... Was ist denn...
Was denn mit Bock hier? Bock, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Gib doch mal lieber ein paar Informationen. Master, did you see it? War nicht zu übersehen. The herb tree. I don't really have the words for this. But I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The Erd tree is waiting. Das ist ein Herzinfarkt, Kollege. I know it, I do. I feel it in my bones. Okay. Oh, going so soon? Please do be safe on your journeys. Ja, keine Sorge, ich passe schon auf. Okay, dann haben wir das aber alles abgeklärt. So, und dann können wir uns jetzt tatsächlich verabschieden. In der nächsten Folge geht es dann weiter nach Laendale, in die Tiefen der Stadt. Ich bin sehr gespannt. Es gibt hier, glaube ich, eine ganze Menge zu erkunden. Macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal.